Ja, hallo liebe Kasten- und Wohnmobilfreunde, hier ist der Frank von Up and Down Vanlife und neben mir steht der Herr Kiene. Kiene war richtig, ne? Thomas Kiene, ja. Thomas Kiene von der Marke Toki. Und zwar sind wir jetzt hier bei Wohnkabinen. Hallo lieber Aki, wir haben deine Rufe erhört, da kannst du ja leider nicht hier sein. Wir sollten Wohnkabinen abfilmen, machen wir jetzt. Und mit dem Herrn Kiene, habe ich gehört, hast du sogar schon gesprochen. Er hat mich angeschrieben. Oder du hast ihn angeschrieben. So, wir haben jetzt hier zwei Fahrzeuge stehen. Einmal mit, übergib das Wort am besten mal dem Herrn Kienle. Fangen wir mit dem Großen an. Ich rede einfach mal, warum. Genau. Wenn man sich mit Wohnkabinen und Pickups beschäftigt, dann entscheidet man im Grunde zuerst, was brauche ich im Alltag für ein Auto? Brauche ich einen Fünfsitzer, also einen Doppelkabiner-Pickup mit 4 Türen, mit 5 Sitzplätzen? Oder reicht mir 2 Sitzplätze, 2 Notsitze? Wir schauen da mal rein. Ein 4-Sitzer, 5-Sitzer kennt jeder. Ein 1,5-Kabiner vielleicht nicht. Den machen wir auf. Man kann hier 2x bequem sitzen und 2x sitzen, würde ich sagen. Man kann jemanden mitnehmen, es ist für eine kurze Strecke ausreichend, man hat 2 Sitze, 2 Notsitze. Man hat dadurch eine größere Pritsche und kriegt auf die 1,5-Kabine-Pickup einfach die größere Wohnkabine. Von daher ist die Entscheidung, was will oder muss ich für ein Auto fahren, sehr wichtig im Start. Wir können mit der 2,15er-Kabine mal anfangen. 2,15er passt auf Doppelkabine-Pickups. Und ich hatte gerade schon mal gefragt, welches Fahrzeug ist fast egal, oder? So die Europäer, Japaner, Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max sind die Autos, die hinten halt Blattfedern haben, die sind besser aufzulasten. Es geht auch mit Drehstabfeder wie der Nissan, ist in der Auflastung dann einfach aufwendiger. Wir lasten immer auf 3,5 Tonnen auf, sodass wir trotz Kabine noch ordentlich Zuladung haben. Dodge haben wir auch schon gemacht, ist aber, das Auto ist sehr schwer. Und man muss dann einfach beachten, wie schwer ist das Auto, wie viel Luft habe ich zu 3,5 Tonnen. Mehr darf die Kabine nicht haben, inklusive Zuladung und Personen. Es ist immer eine Rechenaufgabe. Ah, okay. Danke. So, dann würde ich sagen, hier haben wir einen Heckeinstieg. Ne? Wir bauen Kabinen immer mit Heckeinstieg. Es geht darum, relativ kurz zu bleiben. Unsere Kombinationen sind immer unter 6 Meter lang, 3 Meter hoch, 2 Meter breit, sehr kompakt. Man fährt auf einem normalen Parkplatz damit. Man bleibt anhängerfähig. Wir fahren mit einem Autoanhänger mit dem Auto drauf. Wir fahren mit dem Sportboot hinten dran. Also kurz bleiben. Mit dem Heckeinstieg ist man vom Stellplatz her nicht richtungsgebunden. Es ist egal, auf welcher Seite der See ist. Man kann das Auto oft nicht einfach rumdrehen. Wenn man absetzen will, muss man die Richtung haben zum Rausfahren. Deshalb Heckeinstieg, keine Richtung gebunden. Ah. Genau. Weil ich vielfach so bisher meistens Seiteneinstiege gesehen habe. Genau. Ne? Seiteneinstieg hat seine Tür zum See, kann dann unter Umständen nicht rausfahren. So ist es einfach gedacht. Man hat mit dem Heckeinstieg oft das Problem, was mache ich mit Fahrrädern und Markise? Wir haben die Lösung für die Markise, einfach 270-Grad-Markise. Unsere kann man die Seiten wechseln, man kann sie von links nach rechts hängen, hat nur 2 Kilo, hat nur 12 Kilo. Fahrradträger hängen wir hinten an, fährt elektrisch weg und hin, gibt den Einstieg frei. So haben wir die Probleme mit dem Heckeinstieg gelöst. Genau. Sollen wir mal reingehen? Gut. Ich gehe mal zurück. Natürlich ziemlich hoch. Ja. Also ich muss gestehen, das erste Mal in der Wohnkabine überhaupt. Und es ist verdammt, wenn man hier reinkommt, von außen sieht es nicht so aus, verdammt viel Platz, vom Raumgefühl her. Ja? Und wir haben jetzt hier 2-Meter-Betten. 2,15er-Kabine, ja genau, von der Länge her. Wir haben in beiden Kabinen ein 2-Meter-Längsbett. Man liegt nebeneinander, belästigt sich nicht beim Aufstehen. 1,50 Meter Breite, 2 Meter Länge. Rechts und links von den Betten Stauräume, die ordentlich tief sind. Wir bringen da unsere ganze Wäsche unter. Man darf da feste ziehen, ist ein Federscharnier dran, genau. 4 solch große Fächer, man hat viel Stauraum. Diese Fächer im Alkoven haben natürlich auch einen Sinn. Man verteilt in so einer Kabine das Gewicht
Oder man sagt, man gibt dem Kunden vor, wo das Gewicht nachher landet. Und man versucht, das Gewicht ziemlich nach vorne zu bringen. Einfach, dass alles auf der Achse oder zwischen den Achsen ist, gibt ein viel besseres Fahrverhalten. Deshalb Staufächer im Alkohol. Okay, und jetzt vorne, wie kommt man hier rein? Gibt es dann die Leiter, die Tritthocker? Oder eine Nein, Leiter? Man steigt einfach über die Bank, über den Tisch, also über Tische und Bänke. Ach, hier kann man auch drauf. Man so, kann auf dem Tisch kann man sogar drauf stehen. Genau. Ja. Hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht, so im ersten Blick. Und denke, okay, den kann man mal verschieben. Genau, der schiebt sich, man hebt ihn an, schiebt ihn hin und her. Wenn man genauer anschaut, hat er kurze und lange Füße, den langen Fuß als Tischfunktion. Die kann man wegklappen und dann die kurzen Füße als Bettfunktion. Wir können hier ein drittes Bett bauen. Ah, okay. Der Tisch, der übernimmt dann auch gleich die Küchenfunktion mit. Man hat seine kleine Küche. Hier hat man noch so einen kleinen Hitzeschutz. Es sieht immer so ein bisschen gefährlich beim Kochen aus. Macht man Hitzeschutz so rum hin, hat einen Hitzeschutz und hat ein bisschen Spritzschutz. So kann man arbeiten. Hier hat man die Arbeitsfläche, hier arbeitet man. Gibt einen kleinen Helfer noch. Man kann beim Spülen hier eine Platte einrasten und hat eine Abtropffläche. Beim Kochen hat man eine Abstellfläche. So kleine Helfer. Das ist ja richtig durchdacht, ne? Weil man hat ja nicht so viel Platz, da muss man natürlich alles optimal ausnutzen. Ist so ist das, so. Genau. Richtig. Ja, da können theoretisch zwei Mann sitzen, hier einer. Ne? Ja. Also die 215er Kabine, würde ich mal sagen, ist klassisch gut für zwei Personen. Zu dritt geht's noch. Ja. So würde ich mal. Aber ich für mich persönlich zwei reichen. Genau. Da würde ich mir was anderes, was Größeres besorgen, weil so viel Kuscheln ist auch. Wir haben ja noch die 240er. Da ist es dann ein bisschen größer. Da ist besser. Ah, da gehen wir, die ist nebenan. Da gehen wir gleich rein. Genau. Hier haben wir jetzt einen 90 Liter der Kühlschrank, denke ich mal. Genau, 90 Liter Dometic Kühlschrank. Kompressor sehe ich. Genau, das ist jetzt ein Kompressor. Wir bauen beides ein, Kompressor oder Absorber. Beide haben Vor- und Nachteile. Absorber hat man halt einfach die Möglichkeit, auch mit dem Gas zu kühlen. Man ist nicht so auf Elektrizität angewiesen. Fährt man immer in den knallheißen Süden, dann natürlich ein Kompressor, kühlt weiter runter. Ja. Wenn man schräg steht, wenn man nicht ganz gerade steht, ne? Genau. Absorberkühlschrank auch anfällig. Ne? Genau. Was ich zur Kabine generell noch sagen kann, wir haben eine Truma-Kombi-Heizung verbaut, macht warmes Wasser, warme Luft. Warmes Wasser zum Duschen und zum Spülen mit der warmen Luft, die jagen wir durch die Böden. Wir haben eine Fußbodenheizung, wir haben Sitzheizungen unter den Sitzbänken, wir haben das Bett von unten beheizt. Die warme Luft, die wir einblasen, treiben wir praktisch an die Außenwände und hinter den Möbeln hoch. So haben wir ein tolles Heizungslüftungssystem, das man im Sommer auch ohne Heizung betreiben kann. Man hinterlüftet einfach, bringt Kondenswasser von der Nacht raus. Heizungslüftungssystem für Kabinen besonders wichtig, sind aus Kunststoff, sollen kein Wasser reinlassen, lassen keins raus. Also gut lüften, die Möglichkeit ist wichtig. So, jetzt mal einen Blick ins Bad werfen. Da haben wir die Toilette, eine Banktoilette sehe ich hier. Das ist eine Banktoilette, ist unsere eigene Entwicklung, ist jetzt eine Trenntoilette. Ah, Trenntoilette. Mit Kurbelfunktion. Das Besondere an unserer Trenntoilette ist, dass wir die nicht innen handeln müssen. Wir können von außen beide Behältnisse entleeren. Ja. Gibt es, glaube ich, bei keiner anderen Trenntoilette im Moment. Banktoilette als Trenntoilette von außen entleerbar. Ich habe letztens eine gefilmt von Boklo in Wuppertal. Die haben eine angefertigt für ein Adria. Da kann ich auch hinten raus aus dem normalen Toilettenschacht rausholen, wo früher die Tedford-Toilette drin war. Ja, da gibt es einen Umbausatz. Gibt er. Weil von Boklo, da habe ich nämlich zufällig gefilmt, hat ein Adriana. Wir haben auch einen Adria. Ah, super. Und den habe ich da wegen dieser Toilette gefilmt. Also, jawohl. Habe ich auch schon mal gesehen, ja. Sehr gut. Hier kommt noch das Klappwaschbecken raus. Okay, also hier ist sogar, jetzt Dusche. Sehe ich gerade, da ist die Dusche. Ja. Wird da noch irgendwas weggeklappt oder bleibt das so? Bleibt alles abgewischt? So. Man kann, wenn man will, hier noch einen Vorhang rumziehen, dann kann man es trocken halten, braucht es nicht abwischen. Es könnte alles nass werden, mit dem Vorhang spart man sich einfach Pflegeaufwand. Ja, die Dusche ist ja auch im Prinzip recht, für so ein kleines Fahrzeug wirklich groß. Ne? Ja. Wie weit für eine Höhe haben wir hier? Also wir haben in der Kabine irgendeine Höhe von 2,96. In der Dusche haben wir immer noch, 1,96 ist die Höhe in der Kabine. In der Dusche haben wir immer noch mindestens 1,90. Wir können hier noch ein Fenster drüber bauen, dass man noch so ein bisschen Kopfhöhe freikriegt. Da gibt es Sonderlösungen. Ja, okay, aber in der Dusche hält man sich nicht so lange auf, mal eben abduschen. Ne? So wenn es auch nicht so bequem ist, aber das ist das geringste Übel, sag ich jetzt mal. Also für meine Warte her. Und ja. Haben wir hier drin, dann glaube ich, in diesem Modell alles gesehen, oder? Haben wir noch einen Schrank? Kleiderschrank, bei uns jetzt Wasserlager. Wir haben zwei Abwassertanks noch, hier für die Küche. 20 Liter Abwasser separat.
die Dusche, man steht auf dem Tank der Dusche, also man steht praktisch schon fast im Tank drin. Wie viel das Wasser Liter läuft hier da? Rein, 25 Liter für die Dusche, 20 für die also getrennte Tanks, genau. Getränketank. Von außen Tanks, entleerbar. So. Genau, von außen entleerbar. Man duscht im Camping mit niedrigem Druck, so mit zwischen 3 und 5 Liter Wasser. Von daher geht das schon ganz gut. Ah, okay. Ja, wunderbar. Haben wir den ersten durch. Ein Ausstellfenster, falls ihr noch nicht gefilmt habt, haben wir hier noch. Genau, normales Ausstellfenster. Das Licht ist nur Messerlicht. Ist nur Messerlicht, der genau. Teil. Ah, hier haben wir nochmal ein Schränkchen mit Gummiband, Stoppfächer, sagen wir dazu. Da hatten wir, glaube ich, schon auf. Ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal rüber in den größeren. Jawohl. So, wieder die Leiter hoch. Genau. Whoops. Die Leiter haben wir immer dabei. Die steckt hier unten. Also da ist auch die Originalleiter, die der Kunde mitbekommt. Die der Kunde mitbekommt, die steckt hier unterm Tisch im Fach drin. Die geht sehr eng zusammenklappen, steckt hier drin, hat man immer dabei. Die lose Leiter gibt uns einfach die Möglichkeit, rund ums Fahrzeug mit der Leiter zu arbeiten. Markisen öffnen, Segel einziehen, am Dach was richten. Also man braucht immer eine Leiter und mit unserer arbeitet man rundum. Okay. Hier haben wir jetzt eine 240er für 1,5 Kabiner Pickups, das gleiche Bett, gleiche Konstruktion, 2 Meter längs, das gleiche Bad. Wie in der 215er, alles gleich. Hier jetzt eine Chemietoilette, ganz normale Standard Tedford Kassettentoilette drin. Könnte man aber auch mit drin. Ist wählbar. Ist wählbar, ja. Genau. Optional. Hier haben wir jetzt einen Absorberkühlschrank drin, auch wählbar der Kompressor, kann man auch haben. Jetzt kommt der erste Unterschied. Wir haben einen größeren Küchenblock, einfach eine Glasabdeckung drauf, ein 60er Block, in der anderen war es ein 50er. Mhm. Und wir haben hier in der Sitzfläche einfach auf der Seite 10 cm mehr und auf der Seite dasselbe wie gegenüber, ist dann 25 cm mehr wie in drüben. Ja, drüben konnte man ja sehen, konnte nur einer sitzen. Genau, hier kann man hier zu viert. Jetzt könnte man zu viert sitzen, ne? Genau. Und Tisch und so, die ist alles das gleiche Konstruktion wie drüben. Ist alles gleich. Ganz gleiche Technik verbaut, die Kabinen sind auch preisgleich, weil letztlich die Technik Geld kostet und die ist in beiden Kabinen vorhanden. Nur die Kabine jetzt, einmal die Beine im Vergleich, wo liegen wir da so um? Es geht los in der Grundausstattung mit 41,5. Grundausstattung ist im Grunde alles, was Sie sehen. Grundausstattung ist bei uns schon wintertauglich, Fußbodenheizung, Hinterlüftung, alles mit drin. Optionen sind dann einfach die üblichen Sachen, Lithiumbatterie, Solaranlage, Markise, Fahrradträger, solche Dinge wählt man dazu. Ah, okay. Na gut, da kommt natürlich auch was zusammen, aber wenn du überlegst, was heutzutage... Ich habe mehrere Autos heute gefilmt, was so ein Kastenwagen oder Wohnmobil heute kosten, wenn du von unter 100.000 kriegst du ja gar nichts mehr. Das ist gut, und natürlich so eine Wohnkabine ist natürlich jetzt auch für Leute, die den Wagen privat nutzen wollen, eventuell. Also es ist ein Hauptgrund. Ein Hauptgrund? Mit ein Hauptgrund, dass man das Auto für das Auto eine Mehrfachnutzung hat. Man nutzt es im Alltag, man nutzt es eventuell gewerblich. Man setzt die Kabine auch, wenn man in Urlaub geht. Man kann im Urlaub absetzen, wenn es mir irgendwo gefällt. Ich will länger wie 3 Tage bleiben, stelle ich meine Kabine auf Füße, lasse die runter, brauche die Treppe nicht mehr und habe mein Auto zum Einkaufen oder für die Offroad-Tour und für alles Mögliche zur Verfügung. Ja, genau. Und der zweite Punkt, der jetzt kommt, wäre diese Offroad-Variante, dass man da, es gibt ja so... Ich sage jetzt mal Strecken, die kannst du im Wohnmobil oder selbst im Kastenwagen dann teilweise nicht mehr fahren. Ja. Und hier hast du so viel Bodenfreiheit bei den Pickups in der Regel, wenn du dann auch noch ein 4x4 hast, dass man sich nicht so schnell irgendwo festfährt, dass man mal irgendwo an Stellen hinkommt, an denen man jetzt normalerweise gar nicht hinkommt. Genau. Also es gibt kaum Pickups ohne Allradantrieb. Die sind eigentlich für den Betrieb neben der Straße gedacht, mit unserer Kabine drauf. Nicht super Offroad, aber Flussdurchfahrten in Island, Waldstücke, einfach Schotterpisten, unebenes Gelände, alles möglich. Ich würde zu große Schräglagen einfach vermeiden, weil einfach der Schwerpunkt ein bisschen höher ist. Ja. Aber es ist sehr viel möglich und mehr wie mit dem Kastenwagen oder mit dem Wohnmobil einfach. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mich am meisten immer beschäftigt hat. Wie lange braucht man denn, um die Kabine abzuhängen und wegfahren zu können? Wenn man es, ich weiß, erstmal dauert es natürlich immer länger, aber wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, welcher Aufwand steckt eigentlich da dahinter? Also ich setze in 15 Minuten ab. Das können unsere Kunden, schätze ich mal, nach dem vierten, fünften Mal. 15 Minuten hat man das Auto frei, kann wegfahren. Wenn man dann die Kabine bewohnen will, braucht man vielleicht nochmal 5 Minuten, um die runterzulassen und um sie stabil stehen zu haben. Und andersrum? Andersrum würde ich sagen, ich mache das in 20 Minuten. Für den Kunden, der das nicht oft gemacht hat, würde ich eine halbe Stunde ansetzen, maximal. Na gut, ein bisschen Zeit muss man halt investieren. Wie man so steht, man kann nicht alles haben. Ne? So ist es, genau. ich fahre mal mit dem Roller durch die Gegend, weil wir haben einen Roller hinten auf dem
Dreh, ob ich den drauf und ab habe, brauche ich auch 10 Minuten, Viertelstunde, um den richtig zu verzuren und alles Mögliche zu machen. Den denkst auch nicht mal eben draufschieben, so einfach ist das immer nicht, wie es sich anhört. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles durch, oder? Ja, grob. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht verpasst habt. Denkt dran, Mitte September geht unsere fahren wir mit Wohnmobil Richtung Côte d'Azur. Gebucht direkt am Beach. Erste Reihe übrigens. Nicht schlecht. Muss man ein Jahr vorher buchen. Sonst kriegst du da keinen Platz. Seid gespannt. Und jetzt kommt mein Standardspruch. Weiß er natürlich noch nicht. Ich würde sagen, wir beiden Hübschen sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.